Liebe Leute, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ich bin Lucida, neben mir steht die Plötze hier. Die funktioniert sogar noch ein bisschen. Und wir sind hier ganz in der Nähe unserer Quest, die wir jetzt erledigen wollen. Kollateralschaden ist nicht mehr weit hin. Wir sollen zu den Spornfelsen gehen. Da gibt es auch eine Metallblume. Was sind das? Das sieht aber komisch aus hier. Diese Felsen, die sind zickzackmäßig hier. Das sind wohl die Spornfelsen. Keine Ahnung. Oh, da haben wir so Trampler oder sowas. Na gut, wir gehen jetzt einfach mal hin. Plötze nehmen wir mit. Die soll ja schließlich uns begleiten. So, wir haben insgesamt das Ziel... Oh, da vorne ist ein Trampler. Ich habe es gerade schon gesehen. Wir haben insgesamt das Ziel, hier weiter nach Westen zu kommen. Beziehungsweise, stimmt gar nicht. Wir wollen erstmal nach Süden den Langhals hier aktivieren und dann weiter nach Westen hier zu unserer Hauptquest. Aber das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern. Ich glaube, unterwegs gucken wir auch in Meridian vorbei. Wir haben ja keine Eile. Läuft nichts weg. Na, Trampler. Ach, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Da laufen wir gepflegt dran vorbei. Begib dich zu den Spornfelsen. Das sind wir jetzt. Rede mit Olin. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Ja, das brauchen wir natürlich. Rede mit Olin. Da müssen wir hier vorbei. Komm, auf, auf. Hopp, hopp. Junge Dame. Plötze. Das wird wohl das Nummer 2 sein hier. Aha. Okay, da laufen wir jetzt mal hin. Anhalten, Plötze. Warte hier bitte. Oh. Abrupt haben wir jetzt Standsturm bekommen. Super. Ist der da unten? Da steht er. Tatsache. Da steht er. Gechillt im Sandsturm. Macht nichts. Na gut, dann sprich. Mal zeigen, wie du das machst. Wie wär's mit der Begrüßung, du Heini? Frau, die ihr Wort hält. Natürlich. Deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Wie dem auch sei. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Ja. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es. Da neben den Spornfelsen. Neben den Spornfelsen? Okay. Nicht warum immer... Okay. Zu spät. Warum auch immer das hier optional ist. Na gut, es wird sich irgendwas anderes tun. Erledige die Kultisten. Ja, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Das machen wir gerne. Also keine Ahnung, irgendwas hat es ja wohl gebracht, mit ihm zu sprechen. Was denn? Ja komm, was ist mit dem Felsen? Rede mit... Ach Gott, schon wieder mit dem Reden, na gut. Vielleicht hat er einen guten Tipp parat. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Ja. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Keine Maschinendämonen, das ist ja schön. Immerhin. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Aha. Okay. Kannst du das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Ja, dann komm mit, aber mach keinen Ärger. Du hast meinen Stahl. Super, das ist doch gut. Na gut, also jetzt haben wir da irgendwie hochklettern oder was weiß ich. Jo, also dann schauen wir uns hier mal um. Aufs Dach springen, hat er gesagt. Ja, der hat ja Ideen. Das ist doch gar nicht meine Art, liebe Leute. Einfach frontal rein, alles abschießen, was sich bewegt. Aha, da haben wir sogar einen Chef. Kultisten-Barbar. Na gut. Okay. Was? Ich hab Sand in der Kehle. Ja, blöd. Oh, es brennt. Da wäre es nicht schlecht, sich so ein Tuch vor dem Mund zu knüpfen. Letztes Jahr in Marokko war ich so ein bisschen in den Sahara-Ausläufern und da hatten wir einen Tag lang auch so einen Sandsturm. Und da ist man dann doch sehr dankbar dafür, wenn man irgendwas über Mund und Nase hat und nur so Sehschlitze irgendwie frei hat. Ja, na gut. Ach,
Der meint also von außen da hochklettern. Na, der hat ja vielleicht Ideen. Wir gucken uns das mal eben an. Vielleicht finde ich da oben auch eine nette Schussposition. Erstmal hier ein bisschen alles auffüllen. Ja, sieht noch gut aus. Auf Familienrettung hier. Aloy auf Familienrettung. Oh, oh, oh. Nein! Guck nicht daher, Freund. Oh nein, ein bewegliches Ziel. Unerfreulich. Oh! Oh! Das ist gelungen, liebe Leute. Wuhu! Sehr schön. Ja, das klappt tatsächlich ganz gut. Was mit dem? Hat er was gesehen? Was? Nicht doch. Was ist da los? Was? Was kracht denn da? Was war denn das? Wieso hat denn der was gesehen? Nicht doch. Was ist denn da los? Irgendwas kracht da die ganze Zeit. Ach, der Olin. Hätte ich ihn bloß da gelassen. Ich sage ihm noch, er soll keinen Mist bauen. Er steht da hier und verwassert mir die Tour, Trottel. Immer alleine. Alleine ist besser. Schöner Mist. Wer? Ich? Was wäre ich? Ja, natürlich. Wuhu! Da ist schon wieder irgendwas explodiert. Ich bin verwirrt, liebe Leute. Ich bin komplett verwirrt. Das muss der sein. Der da unten, der macht da unten irgendwelchen Terror. Vielleicht stirbt er dabei noch. Blöd, Mann, echt. Da ist etwas über uns. Nein. Nicht doch. Oh, das ist eine Freude, wie das hier funktioniert. Möge der Schatten sich mal sehen. Ui! Aua! Was macht der denn da mit seinem komischen Gewehr da? Na, wie läuft's, Junge? Ah! Das war's! Okay, das habe ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Aber gut, wir hatten ja auch diesen guten Tipp von hier oben da, irgendwie drauf zu schießen. Mal gucken, ob das klappt hier. Springen! Na klar, die macht das. Die Madame macht das natürlich. Oh, das war der Schlüssel. Damit kann man die werte Familie befreien. Oh. Jo, die ist bestimmt hier drin. Finde Odins Familie. Aha. Na komm. Wo ist die Familie? Gibt es da einen Käfig oder sowas? Normalerweise gibt es da so Käfige immer. Nein. Todbringergewehr. Achso. Ach. Hm. Das wird zu schwer. Gut, also dann gucken wir mal, wo die Wertefamilie ist. Da drin. Müssen Sie Olins Familie festhalten. Ja, anscheinend ist das so. Finde den Kellereingang. Da hinten. Verriegelt. Na los, Mensch, los. Aloy, du machst das super. Ja. Haha, hallo Familie. Hallo, Olins Frau, Olins Kind. Jetzt dürfen die sich erstmal umarmen. Machen sie nicht. Sagen kein Wort. Bist du auch endlich da, sagt sie, denkt sie sich. Ja, komm. Sprich. Oh, oh, meine Frau, mein Kind. Ja. Aloy, ich stehe in deiner Schuld. Mhm. Der Sonne sei Dank. Du hast uns gefunden. Ich fand jemanden mit dem Mut, den ich selbst nicht aufbrachte. Sie ja, ist ja. es, die deinen Dank verdient. Lob, ich Lob, Schleimerei. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Ah ja, bitte. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olin. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olin. All deine Fehler, mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Genau, ich komme alleine klar. Deine Mutter, ich hoffe, du findest sie vor ihnen.
Ja, Kollateralschaden. Gut. Jetzt wird hier automatisch die Hauptquest ausgewählt, die wir als nächstes machen könnten, sollten. Aber das machen wir natürlich jetzt noch nicht. Wir gehen natürlich sofort zu dieser Metallblume und sammeln die eben ein. Und dann, ja, geht's weiter Richtung Süden. Langhals. Ich glaube, wir hangeln uns über die Metallblumen irgendwie vor. Und irgendwann kommen wir da unten an. Sehr schön. Ha, was für eine Freude. Wir haben dieser Familie weitergeholfen. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, okay, dann werfen wir das mal raus. Toddy hat mir einen guten Tipp gegeben. Ich weiß nicht, warum ich nicht selber drauf gekommen bin, aber so bin ich halt. Hier oben, ganz oben, diesen Perk hier zu aktivieren, Scherbenplünderer. Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes. Ich weiß nicht, ob das jetzt zutrifft bei so Munition, aber wir können ja mal gucken. Das heißt, wir zerlegen das Zeug, wenn das Inventar mal wieder voll ist, was ich ja ständig habe, und bekommen dafür Scherben. Und das war jetzt hier unter Munition, glaube ich. Ja, die kann man nicht zerlegen. Schade, gut, hier passt es nicht, aber es kommt der Tag mit Sicherheit wieder, wo das hier, das Inventar mal wieder ordentlich voll ist und dann werde ich alles zerlegen und bekomme richtig viele Scherben. Gut. Oh, jetzt müssen wir nur Plätze wieder finden. Und gehen hier allein unseres Weges weiter, ohne Olin. Plötze, komm mal her, du. Da kommt sie. Ja, einmal streicheln. Hallo. Gute Plötze. Okay. Liebe Leute, auf zur Metallblume. Oh, das sieht ja toll aus. Die Sonne da oben. Neben diesem komischen Turm. Nein. Wo ist sie? Ist sie schon weg? Ah, da eben war sie noch da. Ja, na gut. Egal. Hier muss sie irgendwo sein. Oh. Voilà. Was haben wir denn da für einen Kollegen hier? Einen Grauhabicht. Schwäche. Feuer. Na, das kriegen wir doch hin, oder? Feuer haben wir. Jede Menge. Fangen wir endlich an. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich ihn schon weggeschossen. Oh, komm. Starte, mein Freund. Oh. Oh. Was ist los mit dir? Da rutscht er runter. Och, du armes Ding. Ha, da ist auch die Metallblume. Ah. Oh, Plötze! Plötze hat wieder Ärger am Hals. Wo ist er denn? Ach, da oben! Da steckt er, der blöde Vogel. So, sprich dein Gebet. Plötze! Also diese Plötze ist aber echt angriffslustig hier. So. Oh, ich habe sie erst letztes Mal repariert. Oh Mann. Na gut, dann reparieren wir sie nochmal. Blödes Viech, echt. Jetzt soll sie doch nicht einmischen. Und dann passiert sowas hier. Ich gebe jede Menge Metallscherben aus, um die alte Kiste wieder zu reparieren. Trottelfiech. Aber gut. Was soll man erwarten? Okay. Huch, was war denn das? So, komm her. Blume. Ah, da haben wir sie schon. Okay. Metallblume Modell 3B. Sehr gut. Ja, jetzt wird es dunkel, liebe Leute. Im Dunkeln ist gut munkeln. Gut. Dann machen wir uns gleich auf den Weg über das Lagerfeuer hier. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Es ist zu dunkel. Das sind irgendwelche komischen Federviecher. Langbeine. Plötze stehen bleiben. Ich glaube, deren müssen wir uns leider entledigen hier. Konkussionsbeutel. Schwäche, Schaden. Flügel, Schwäche, Schaden. Körperschwäche, Blitz. Ja, das ist doch gut. Das sieht doch aus. Blitz habe ich, glaube ich, noch nie so wirklich genutzt. Da lassen wir einfach machen. Na gut, da habe ich, glaube ich, schlecht getroffen. Nicht auf den Körper. Wow, 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 du meine Güte. Da hat es ihn aber erwischt hier. Ja, komm.
Oh nein, das ist der falsche. Ich wollte den anderen. Nein, 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 was machst du denn? Oh nein, so ein Theater, echt. Oh nee. Oh, Ding. Oh, eieiei. Der lässt sich nicht beeindrucken. Komm. Jetzt, komm. Einmal Blitz. So, nochmal. Ui! Autsch! Meine Güte. So, jetzt haben wir ihn erwischt. Ja, sowas hier echt. Ach, die Nerven. Also diese blöden Vogelfiecher, die nerven mich zu Tode, echt. Gut, einer weniger. Das war gemein. Komm, immer feste drauf. Blöder Vogel, echt. Schrotthaufen. Autsch! Wo kommen die denn her? Grauhabichte? Nee, sowas hier, echt. Okay. Wer ist das? Plötze? Oh nein, Plötze, Entschuldigung, das wollte ich doch nicht. Das will ich doch gar nicht. Ich bin gerade komplett... Was ist denn hier überhaupt los? Wo kommen die ganzen Viecher denn her? Oh, Plötze ist sauer auf mich. Wahrscheinlich, weil ich sie die ganze Zeit verhauen habe. Blöden Viecher! Also, es reißt aber mal, ey. Ach, das gibt's doch nicht hier. Blöder Vogel! Mann! Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Ich sehe irgendwie gar nichts mehr, ne? So. Der Kollege stürzt ab. Ey, muss ich dich jetzt erst noch bitten? Okay. Fallschaden gehabt. Trottel, so ein Aufwand hier. Mann! Wo kam die denn auf einmal her? Nichts gesehen. Ich glaube, ich bin hier mit geschlossenen Augen hier in den Kampf gezogen. Was für ein Gelände. Ja, mittelmäßig. Keine Plötze mehr. Blöden Viecher. Na gut. Egal, wir können hier speichern. Das ist ja auch ganz nützlich. Und machen uns jetzt plötzlich wieder auf den Weg. Ich weiß nicht, warum Plötze auf einmal so böse auf mich geworden ist. Achso, gut, okay, ich habe ihn angegriffen und das wahrscheinlich kommt er deswegen zur Besinnung und bemerkt, dass ich ihn überbrückt habe. Gut, also hier sind wir jetzt, da wollen wir nicht weiter. Ich denke, wir gehen straight direkt hier zum Langbein. Ah ne, wir nehmen die Metallblume unterwegs mit, gehen dann zum Langbein und dann da hoch. Okay, das müssten wir eigentlich... Da müssen wir ja auch gleich schnell sein. Ist ja kein weiter Weg. Oh oh. Da vorne fliegt ein Sturmvogel. Da oben. Toddy hat übrigens gesagt, die respawnen. Ich hatte ja die Hoffnung gehegt, dass wenn ich ein so ein Viech mal einfach abschieße, dass es dann weg ist und ich für immer einen sicheren Weg habe. Aber Toddy hat meine Erwartungen, meine Hoffnung getäuscht und gesagt, die kommen wieder. Eine komische Musik hier liegt hier in der Luft. Was ist denn da los hier? Irgendwas brummt da so. Was brummt denn da so? Das ist voll unheimlich hier. Ich bin irgendwie im Kampf. Oh! Scheiße! Blödes! Ey! Du meine Güte! Das ist so ein Pirscherviech! Blödes! Blöder Haufen Schrott, du blödes! Oh! Was hat der für eine Schwäche? Ich habe den schon mal besiegt, aber ich weiß nicht mehr wie. Blöder. Ey, da! Ich sehe dich, du Mistviech! Blöder Mistvogel hier. Aber ich treffe ihn nicht. Also guck mal, was der für eine Schwäche hat. Ich sehe ihn nicht. Ist nicht zu erkennen.
Da, bestimmt auch das Ding da oben drauf. Sein Radarteil. So. Ah! Du hast versagt, du blödes Vieh. Hau drauf! Hau drauf! Alter, wie kommt der her? Ist da noch einer? Da ist ja noch einer. Ey, 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 das ist ja was hier. Ihr blöden Trottel. Was piepst denn hier so? Ah, das ist ja ein fieses Viech, wirklich. Da muss ich an World of Warcraft denken, da gab es auch so Pirscherviecher auch. Wo bist du? Da bist du ja. Haha. Nimm dies. Ah. Da sagst du gleich nichts mehr, hä? Hui! Okay, Feuerwerk. Das war's. Wo kamen die bloß her, ey? Mann, Mann, Mann. Das hat mich aber eiskalt erwischt hier. Die sind auch nicht eingezeichnet, so wie es aussieht. Puh. So eine fiese Bande hier. Ja, gut, hier stehen wir jetzt. Was haben wir eigentlich da vorne für Typen? Irgendwelche Jäger. Gucken wir mal, ob wir mit denen irgendwas quatschen können. Ist ein bisschen bleich im Gesicht hier. Wir haben einen Sägezahn erlegt, offensichtlich. Oh, schön. Oh, schön. Gut, lassen wir uns davon nicht abhalten. Und gehen wir einfach mal weiter durch den Dschungel hier. Tja, voll reingegangen in die Viecher. Ich habe sie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es die auch geben könnte. Ich fühle mich immer sicher, wenn ich keine Maschinen sehe. Da war noch einer. Boah, ich komme hier echt ins Stottern, wenn ich an diese blöden Viecher denke hier. Wir gucken mal kurz, was... Ja, hier ist wieder so ein Brummen, so eine komische Atmosphäre. Wir gucken mal, was die für Schaden hier machen oder was die für Probleme haben hier. Pirscher. Gucken wir nach ihrer Schwäche. Tarngenerator. Okay, der sitzt irgendwo blöd zu erwischen. Hier oben haben wir aber den Minenwerfer. Ah, ne, der ist hinten dran. Pfeilgewehr. Ja, das Ding könnte man erwischen. Körper hat Schockschwäche. Und sonst Abriss. Okay, das klingt doch gut. Auch der Tarngenerator. Ich glaube, damit kommen wir ganz gut klar. Wir holzen einfach mit so Absprengpfeilen da drauf und dann noch so einen Schockpfeil hinterher. Und dann wird ihm, glaube ich, Sehen und Hören vergehen. Trottel. Aber gut, da müssen wir natürlich uns wehren hier. Sowas kann man nicht auf sich sitzen lassen. Oh. Du Blödmann. Du bist ein Blödmann. Findest du blöd, hä? Das findet er wirklich blöd. Jetzt sagst du nichts mehr, hä? Einfach zersprengen. Komm, hau drauf. Alter, bösartige Viecher. Ich glaube, da ist bestimmt noch einer. Wenn einer da ist, sind dann vielleicht zwei da. Ja. Na klar. Also, wir zersprengen die nochmal. Oh, war da noch einer? Ich glaube, da war noch einer. Aha. Meine Güte. Da geht's ab hier. Da, Mann. Okay, gucken wir mal, ob wir den erwischen können hier. Keine Munition, sowas Blödes, echt, ey. Wer macht denn sowas? So. Aber du kannst nicht mehr verschwinden, du blöder Schrotthaufen. Altmetall. Jetzt, hau drauf! Jawohl, so. Oh mein Gott, liebe Leute, ich glaube, ich bin hier so ein bisschen hektisch hin und her. Gut, der kann noch schießen, den wollen wir zerlegen. Wo? Hinten. Eieiei. Uah! Geil. Einfach nur gut. So, nochmal. Das bekommt ihr nicht. Ach, Mist, ey. Hau drauf! Nutze deine Chance, verdammt. Was machst du denn? Okay, das war's.
Hey. Der Schmerz lässt bereits nach. Ja, das hoffen wir alle. Gut, also. Gut zu wissen, wenn eine komische Musik irgendwie ertönt und ich mich unwohl fühle, dann ist vielleicht ein Pirscher in der Gegend. Und den zerholzen wir einfach mit Zerspringerpfeilen. Sehr schön. Gut, da vorne irgendwo ist auch die Blume. Ui, es ist wieder schön hier. Mach dir nicht die Füße nass, Aloy. Ah, was sage ich eigentlich? Aha, ein Sägezahn. Na super. Guck mal erst mal nach dieser Blume. Brauchen wir uns mal irgendwie so einen erhöhten Ort, bevor wir da besser gucken. Sie verbirgt sich nicht. Da ist sie ja. Na gut. Da können wir den Sägezahn auch Sägezahn sein lassen, glaube ich. Was für ein seltsames Ding. Und wir gehen weiter. Zum Langzahn. Zum Langbein. Ich nehme an, den könnten wir heute vielleicht noch erreichen. Gucken wir mal, wie weit das ist. Aber gut, ein halber Kilometer. Schon noch ein Stück hin. Und da fliegt der beknackte Schockvogel herum. Sturmvogel. Okay, hier muss er aufpassen, dass wir nicht in den Wasserfall runterfallen. Oh, 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 ah, hopp, meine Güte! Oh, den hat's eiskalt erwischt. Sehr gut. Meine Güte, echt jetzt. Blödes. Ey. Der will sich wieder verziehen, der kleine Stinker. Das kannst du vergessen. Oh, shit. Au, ab jetzt. Oh, Schwanzpeitscher hier. So. Ui. Halt, das ist ja wohl nicht wahr, ey. Mann. Eieieiei. So, da haben wir ihn doch. Lauf weiter. Was ist das denn? Was war denn das? Diese... Unfassbar. Jetzt habe ich ordentlich Medizin verschwendet für diesen Trottel. Für nichts und wieder nichts. Unglaublich. Und der Sturmvogel zieht seine Kreise. Eine unerfreuliche Gegend hier. Wirklich sehr unerfreulich. Ach, der hat mich sogar gesehen. Sag bloß. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Ich glaube, wir rüsten uns hier mal so ein bisschen besser aus. Also ich bin großer Fan, liebe Leute, von dem Zersprengerpfeil. Der rettet mir echt den Hintern. Gut. Der Vogel ist wahrscheinlich leider sehr wachsam. Im Gegensatz zu mir. Voll in das Viech reingelaufen. Was haben wir da? Wächter. Oh! Da haben wir noch mehr davon. Ja, es brummt. Oh Gott, muss ich mich jetzt echt mit den zwei anlegen? Eigentlich will ich doch gar nicht dahin. Ja. Oh nein, ich bin echt besorgt, Leute. Der sieht mich bestimmt gleich. Ja, der ist schon dabei, kurz davor mich zu entdecken. Da sind die Mistviecher. Meine Güte, es ist ein komisches Gebrumme hier. Sie haben mich nicht gesehen. Und der Vogel glaube ich auch nicht. Oh oh. Entdeckt. Ja, super. Ich habe mir alle Mühe gegeben, nicht entdeckt zu werden. Na, was sagst du jetzt? Eieiei, oh. Mist! So, den haben wir voll erwischt. Oh, das sind mehrere. Oh, yeah. Sicher gleich mal zwei drauf. Was haben wir da noch? Einen blöden Wächter, ey. Mist. Hau ab! Ah, oh, das macht einen Schaden hier. Das ist unfassbar. Hey, hey, lauf. Meine Güte, Tante. Pass doch auf, wo du hinläufst. Jetzt habe ich die gesamte beknackte Fauna hier.
Noch einer, ein Unsichtbarer. Komm, lauf weg. Lauf weg! Ich hab nicht mehr so viel Medizin. Lauf! Meine Güte, ey. Wie gehen wir jetzt denn am besten vor? Du meine Güte. Oh, yeah. Puh, blödes Mistviech, echt. Drauf. Oh, weg. Oh, Hilfe, wo bin ich? Ah. Nimm das. Ey, das sind nervige Viecher, echt. Das sind vielleicht fiese Viecher. Meine Güte. Ach, da. Oh. Ey, das ist aber ein genervig hier. Oh, Mist. Mann, ey. Und nicht, dass ich den blöden, beknackten Vogel auch noch drauf habe. Komm! Ich habe das Gefühl, der Vogel ist auch da. Es reicht. Wir hauen hier ab. Au! Nicht schnell genug. Drauf da! Oh Mann. Oh Mann, hau drauf! Geh kaputt! Oh Gott! Oh fuck! Mann! Der Vogel ist aber friedlich. Ey, scheiße. Nein! Oh Gott. Ich habe gerade nebenbei noch den beknackten Trank da gesucht. Weil ich keine Medizin mehr habe. So, was haben wir da noch? Ey, ich habe irgendwie die halbe Mannschaft hier irgendwie gepult. Nein! Scheiße. Oh, krass, ey. Okay, das lief nicht gut, liebe Leute. Boah, echt. Ich hatte den gesamten Dschungel gezogen. Puh, also das war sehr mies. Jetzt sind wir wieder hier irgendwo. Ja, ganz hier unten. Jetzt wieder ganz hier oben. So ein Schrott, so ein Mist. Nichts erreicht, das heißt, oh Mann, das gesamte Gebiet hier sind diese blöden Pirscher. Ich würde sagen, wir schleichen uns hier unten entlang, am Gebiet mehr oder weniger vorbei, dann kommen wir vielleicht besser dahin. Weil nochmal auf diesen Mist habe ich eigentlich keine Lust. Gut, das wird natürlich auch klappen. Und ich war vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig oder so, keine Ahnung. Aber die sind ganz schön ätzend, diese Mistviecher. Ja, muss ich echt sagen, die sind wirklich sehr ätzend. Aber gut, was soll's. Ein Tod belebt die Aufmerksamkeit, glaube ich. Was leuchtet denn da so? Neues Jagdgebiet. Ah, nee. Das lassen wir mal. Dankeschön. Okay, aber was ist hier? Ach, das ist dieses Jagdgebiet. Müssen wir uns selber mit diesen Mistviecher da rumschlagen? Nee, da gehen wir jetzt mal vorbei. Schön am besten bis hier zum Rand und dann außen drum rum, um da hinzukommen. Aber es wäre schon nicht schlecht, ein Feuer zu haben irgendwie. Lagerfeuer entdeckt. Das ist sehr gut. Das hatte mir eben auch gefehlt. Okay. Hier kann man sogar abkürzen. Super. Da kommen wir, glaube ich, mitten in das blöde Gebiet da rein. Oder wir gehen hier lang. Das ist die richtige Richtung. Ach, nee. Leute, lasst eure Pfoten bei euch. Komm, spring! Ah! Ja, es brummt hier. Es hat gerade wieder so ein bisschen gebrummt. Aber hier nicht mehr. Hier ist, glaube ich, gut. Wir halten uns am Rand. Haben keine Lust auf irgendwelche Eskalationen.
Ja, und da wird es auf einmal innerhalb von Sekunden wieder Tag. Ist echt krass. Okay, also jetzt kommen wir gleich hier in dieses verdorbene Gebiet. Da sind wir gleich schon. Wir gucken mal, was das für Viecher sind, ob wir die fix zusammenschlagen können. Oder ob wir vorbeilaufen sollen. Zum Langbein, Langhals. Ich bin nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, es brummt. Es brummt. Nee, auf die unsichtbar und dann auch noch verdorben habe ich keine Lust. Auf keinen Fall. Nee. Nee, nee, nee. Dann legen wir uns lieber mit diesen blöden langen Beinen da hinten an. Die sind auch ein bisschen ätzend, aber vielleicht kommen wir da auch einfach dran vorbei. So. Hier brummt es aber auch. Liegt irgendwie so ein komisches Brummen in der Luft. Gut, also da gehen wir jetzt hin. Sammeln unterwegs ein bisschen Medizin ein. Und Augen auf, Aloy. Pass genau auf, was du hier siehst. Ich empfange wieder ein Signal. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der da hinten rumläuft. Im Dschungel. Das Signal muss ganz nah sein. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Ja, es war die Frage, wie wir auf den da drauf kommen. Okay, ich muss zum Kopf des Langhalses hinauf. Ja, das wissen wir bereits. Danke, Aloy, für diesen Hinweis. Ich glaube nicht, dass wir hier da hochkommen. Wir müssen irgendwo hoch. Vielleicht auf die Fels. Auf die Fels da hinten. Oh. Nein, ich will doch gar nicht. Und da hinten sind, glaube ich, zwei Sägezähne, die ich da gesehen habe. Nein, hör auf! Jetzt fängt er mit seinem blöden Schall wieder an. Ich glaube, das ist nicht das Richtige hier. Ah, das ist wieder so ein Pirscher, glaube ich. Ja, nee. Oh, nee. So. Hau ab! Ah! Komm, lauf, 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 lauf. Boah! Voll erwischt. Okay. Vielleicht kriegen wir den hin, bevor. Was macht denn der da? Bevor der Pirscher da ist. Komm, out of! Yeah! Gut. In Deckung. Au! Oh. Vorsicht, Aloy. Lass dich nicht auf irgendeinen Mist ein. Ah, ist kein Pirscher. Oh Mann. Ich glaube, wir laufen lieber irgendwo erstmal hin und betrachten hier die Lage. Das wollen wir so nicht. Und ich kann keine Elementarschwäche. Körper. Sieht man nicht. Körper. Schwäche. Blitz. Ah! Sehr gut, mit Blitz kennen wir uns aus. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt kaputt machen sollte. Ich nehme an, wir müssen da hinten auf den. Auf diesen Absatz da, auf diese Klippe hier. Da oben. Dann kommen wir wahrscheinlich auf den. Auf den Langbein drauf. Da kommt er schon wieder. Der hat vielleicht einen Zahn drauf hier. Deswegen müssen wir, glaube ich, schon an denen hier vorbei. Oh, 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 oh! Da kommt der Sägezahn! Lässt nicht mit sich spaßen. Level 15, ist ja, ist ja niedlich. Ja, komm, geh weg. Hier gibt's nichts zu sehen. Blöd, Mann. Nein. Nein, nein, nein. Ich beobachte gerade, was der Sägezahn macht. Oh, ich Trottel. Ich dachte, ich hätte. Oh. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwie festgenagelt mit dem blöden Schock. Mama. So, das sieht schon besser aus. Oh! Der ist einfach explodiert. Wie cool ist das? Okay, die Sägezähne sind beunruhigt da hinten. Aber nicht mehr. Haben sich wieder beruhigt. Na gut. Ich habe auch keine Lust auf die.
Wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Wir wollen eigentlich nur zu dem Langbein. Da vorne läuft unser ganz normaler Wächter rum. Den müssten wir eigentlich auch so kaputt machen können. Ich will ihn bloß anschießen, dass er mich anguckt. Ja, guck mal hier. Ja, Volltreffer. Gut, und jetzt kommen wir da vorbei. Niemand guckt her. Da oben war, glaube ich, noch so ein Vogelfiech. Ja, natürlich. Ja. Das mag er nicht. Hau drauf, hau drauf. Ja, okay. Weg hier. Jetzt eskaliert er hier wieder rum. Oh, Mist, 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 Mist. Au. Oh. Oh. Was macht denn der da für Freak-Scheiß da? Okay. So, liebe Leute, jetzt ist. Scheiße! Hoppala, meine Güte, das war so nicht gewollt. Ich wünschte, ich könnte mal fix auf den Langbeiner drauf treten, draufspringen. Ey, heute nerven sie mich aber zu Tode, echt. So, dann nimm das. Jetzt rette mir weg. Du bist ein blödes Mistviech, echt. So. Oh! Trotz Feuer springt er auf dich drauf, du blöder Heini. Ja, yeah. Komm, ich krieg dich. Du blödes Viech. Oh. Ah, das war's schon. Blödes Viech, ey. Kommt ihr da einfach um die Ecke? Stopp. Vielleicht komme ich von hier aus drauf. Ich möchte fast nicht. Zu früh gefreut. Dann müssen wir wohl noch höher irgendwie. Von hier kommen wir, glaube ich, drauf. Yeah. Yeah, das müsstest du. Komm, komm her, beweg dich. Die da unten gucken schon blöd. So, ich bin gerettet. Hoch auf den Kopf. Jawohl. Tja. Ich habe das Gefühl, ich bin im Kampf. Komm, geh mal hoch. Ich hänge hier unten rum und die gucken mich. Oh Mann. Oh Gott. So. Puh. Also das sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Jetzt wird überbrückt. Yeah. Gut. Vielleicht war das sogar schon der letzte. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, wie viele überhaupt noch da sind. Alle Langheits überbrückt, sagt mir gerade der Steam-Erfolg. Gut, es waren ja gar nicht so viele. Ob man da hochklettern kann. Na gut, wir gucken mal kurz auf die Karte, ob hier irgendwo ein Lagerfeuer ist, liebe Leute. Da hätten wir eins. Da kommen wir auch gleich hin. Ah ja, so sieht das hier aus. Aha, der Langhals gibt Auskunft, was es hier alles so gibt. Sehr schön. Dann lassen wir uns mal eben hintransportieren. Und, liebe Leute, dann hören wir an dieser Stelle schon wieder auf. Jetzt sind wir hier im Dschungel angekommen. Und laufen nächstes Mal weiter wieder Richtung Meridian. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Und es tut mir ein bisschen leid, dass ich heute so viele nervige Kämpfe hatte, die ich gar nicht wollte. Aber da muss man eben leider durch. Habt noch einen schönen Abend, liebe Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auch auf eure Kommentare. Lasst mir ein Like da. Und ja, macht's gut. Eure Lucida. Ah, jetzt habe ich fast vergessen, E zu drücken. Gut.